je suis Christian Gonzenbach. Guten Tag, ich bin Christian Gonzenbach. Wir sind hier in meinem Atelier in Genf. Ich werde Ihnen über meine Begegnung mit der Physik berichten. Ich hatte 2009-2010 die Möglichkeit, am Programm Swiss Artists in Labs teilzunehmen. Für mich war das ein langjähriger Traum, ins Herz der Wissenschaft zu blicken, speziell der Physik, die von allen Wissenschaften die grundlegendste ist, da sie den Ursprung der Welt, des Universums und der Materie untersucht. So bekam ich die Gelegenheit, die Universität Genf und das CERN zu besuchen. Während eines Jahres habe ich an der Seite von Professor Pohl gearbeitet. Wir haben jeder seine Arbeit gemacht, waren dabei aber begeistert von dem, was der andere tat. Ich habe Kunst gemacht, er Physik. Ich habe dabei die Begriffe der Physik kennengelernt. Wer diese Begriffe versteht, der versteht die Phänomene der Physik. Die Physiker brauchen neue Worte, um neue Phänomene zu entdecken. Wenn man die Begriffe versteht, versteht man auch die Phänomene. Comprendre le vocabulaire, c'est comprendre les phénomènes de la physique. Et qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Was habe ich dort gemacht? Das Wichtigste waren gar nicht die Werke, die ich in dieser Zeit geschaffen habe, vielmehr der Blick auf meine Arbeit, der sich in dieser Zeit stark gewandelt hat. Ich habe Konzepte und das Vokabular der Physik benutzt, um meine Arbeit zu erklären. Meine Arbeit hat sich dabei nicht komplett geändert, aber sie wurde präziser und pointierter. Ich bin mir bewusst geworden, was ich arbeite. Ich interessiere mich stark für Umkehrungen, für Verwandlungen, für die Entdeckung der Leere, die Erkundung des Raumes. Das sind Konzepte, die die Physiker sehr gut kennen. Dabei arbeiten sie natürlich im großen Maßstab und mit anderen Mitteln. Was ich dabei gelernt, verstanden habe, ist diese Analogie beim Entdecken der Welt, der Materie. Avec des moyens différents. Donc ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai appris et compris, c'est vraiment cette espèce de d'analogie qu'il y a de découvrir le monde, découvrir la matière en la manipulant. Voilà. Donc je travaille avec des blocs de polystyrène donc, qui sont très grands. Et ce polystyrène a la caractéristique de fondre quand il est chaud. Ich arbeite mit Styroporblöcken, die sehr groß sind. Styropor hat die Eigenschaft zu schmelzen, wenn es erhitzt wird. Also habe ich Metallteile erhitzt, Kugeln und andere Werkzeuge. Ein erhitztes Werkzeug brennt ein Loch in das Styropor und hüllt dieses aus. Wenn man das Styropor dann nachher zum Beispiel mit Beton ausgießt, kann man der Bahn des Teilchens eine materielle Gestalt geben. So erhält man eine Skulptur in vier Dimensionen. Wenn man das mehrere Male macht, erhält man so eine Skulptur, die Stalagmiten gleicht. Donc on a une sorte de sculpture en quatre dimensions, puisqu'en fait le temps a été matérialisé de l'objet. Si on fait ça plusieurs fois, on obtient ce type de sculpture qui va ressembler de nouveau à une stalagmite. Je vous parlais que je m'intéresse à... Hier sieht man die Elemente, die benutzt wurden. Jedes Element, Muttern und Metallteile, hat seine eigene Bahn gefunden. Nachdem diese Bahnen mit Beton gefüllt wurden, haben sie eine feste Gestalt bekommen. So entsteht eine sehr milde Form. Ich arbeite in der Leere, in der Negativform. Ich mache Löcher mit Gegenständen, die ihre eigene Bahn haben. Diese Bahnen werden anschließend mit Zement materialisiert. Man entfernt die Form und erhält eine Skulptur. Was mich interessiert, wenn man die Werkzeuge ändert, erhält man unterschiedliche Formen. Jedes Werkzeug hat seine eigene Bewegung in der Materie. So erzeuge ich Formen, die ich nicht beherrsche. Die Überraschung beim Aufbrechen der Gussform finde ich faszinierend. Une bille, elle va plutôt tomber tout droit. Un outil comme ça, il va avoir son propre mouvement dans la matière, et du coup, il va générer des formes que je ne maîtrise pas. Et c'est cette surprise de démouler, de découvrir la forme apparue qui m'intéresse. Il y a peut-être encore une chose qui est intéressante avec ce partage avec les physiciens, c'est... Was ich mit den Physikern teile, ist das Interesse am Unterschied zwischen Prozess und Resultat. Natürlich sucht Physik nach einem Resultat. Aber je mehr ich mit Martin Pohl diskutiert habe, desto mehr wurde klar, dass der Prozess mitunter wichtiger ist als das Resultat. Ist ein Resultat positiv, ist es oft bloß die Bestätigung einer Intuition, die man zuvor schon hatte, aber es bringt uns nicht weiter.
Martin Pohl sagt, ein negatives Resultat sei viel aufregender. Es markiert eine neue Herausforderung. Wenn man das Higgs-Boson vor kurzem am CERN nicht gefunden hätte, hätte die ganze Physik des 20. Jahrhunderts neu geschrieben werden müssen. Es ist eine große Enttäuschung für viele Physiker, dass man dieses Higgs-Boson gefunden hat. Denn es bestätigt das Standardmodell, das eine Geschichte eher abschließt, als dass es eine neue Geschichte eröffnet. In meiner Arbeit interessiere ich mich eher für den Prozess. Und dieser Prozess ist in einem Resultat eingeschlossen. So erzählt das Resultat den Prozess in Bruchstücken, ohne es zu illustrieren, aber so, dass man den Prozess zurückverfolgen kann. Sans l'illustrer, mais qui est toujours qu'on puisse retracer, en fait, une fois qu'on a compris, qu'on puisse retracer toute l'histoire à partir du résultat. Dans ma proposition de travailler avec Monsieur Pohl, avec le professeur Pohl, je parlais de la matière sombre était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Als ich Professor Pohl für eine Zusammenarbeit angefragt habe, sagte ich, dass mich die dunkle Materie sehr interessiert. Ein großer Teil des Universums setzt sich aus der dunklen Materie zusammen. Aber man weiß nicht, woraus sie besteht. Man weiß nur, dass sie sich manifestiert in der Gravitationskraft, die zwischen Himmelskörpern wirkt. Mich fasziniert es, dass es Materie im Universum gibt, von der man nichts weiß. Es gibt überdies die dunkle Energie, ein Phänomen, das man zwar messen kann, ohne aber zu wissen, woher es rührt. Diese Dinge interessieren mich sehr. Aber über dieses etwas naive Interesse hinaus will ich als Künstler nicht Dinge darstellen, die ich nicht verstehe. Ich interessiere mich für die Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, die vielleicht näher an den Experimenten der Physiker des 19. Jahrhunderts ist. Ich manipuliere Dinge, ich schaffe Gegenstände, ich schmelze Materie, um sie mit einer anderen Materie zu füllen. Alle diese Manipulationen schaffen Formen, die von anderen Dingen erzählen. Aber es sind keine Repräsentationen von anderen Dingen. Ich will nicht dunkle Materie herstellen. Was mich interessiert, ist, in unserer bekannten Welt Dinge zu entdecken, die es noch nicht gibt. Da bin ich den Wissenschaftlern nah, die versuchen zu verstehen, die unbekannte Dinge finden wollen in einer Terra Incognita, die Leerstellen unseres Wissens ausfüllen wollen. Essayer de comprendre, de trouver encore les choses inconnues sur la carte, les terra incognita, les remplir les vides de notre connaissance, plutôt que représenter des choses ou essayer d'illustrer des choses qu'on ne connaît pas.